Als Redakteur des weltweit führenden Abenteuermagazins National Geographic habe ich mich während meiner Karriere schon vielen Gefahren stellen müssen. So bestieg ich beispielsweise nur im Stringtanker den Mount Everest, fütterte weiße Löwen mit Panda-Bär-Welpen und überquerte eine vielbefahrene Straße in Shanghai. All diese schrecklichen Erlebnisse, bei denen ich dem Tod oft näher war als ein Wachkoma-Patient, waren jedoch ein Witz gemessen an den Strapazen, denen ich mich für die Recherche zu meinem letzten Artikel aussetzte. 2 Tage lang sollte ich DJ Bobo in seinem normalen Alltag begleiten und ich schwöre, weder die Einsamkeit der Kalahari noch die Stürme des Bermuda-Dreiecks haben mich jemals dem Wahnsinn und der Körperlosigkeit so nahe bringen können. Ich traf den Überflieger der 90er in seinem Geburtsdorf, dem verschlafenen Königen, wo meine Anwesenheit die Besiedlungsdichte ad hoc um 30% anhob. Es war um die Mittagszeit und die Sonne ließ die Luft über dem Asphalt flirren, sodass die Landschaft vor hitzebedingten Trugbildern nur so vor sich hin halluzinierte. Und da die Klimaanlage meines Volkswagens nicht existierte, freute ich mich über den kühlen Wind, der mir aus der Kaschemme, die DJ Bobo als Treffpunkt gewählt hatte, entgegenwehte. Bobo selbst bemerkte mein Eintreten zunächst nicht. Er saß in einer kargen Ecke des Raumes auf dem Boden und war konzentrierten Blickes damit beschäftigt, eine riesige Himbeere auf einem Silbertablett zu sezieren. Herr Bobo? Fragte ich sanft in seine Richtung, nachdem ich mich ihm auf einem halben Meter genähert hatte. Wie ein verschrecktes Reh blickte er zu mir auf, dann kniff er die Augen zusammen und sonorte: Celebrate the Himbeere, respect yourself, there's a party in the middle of the Himbeere. Was er sagte, war sehr rhythmisch und wirkte auf mich umgehend wie ein perfekt komponierter Sommerhit. Unweigerlich begannen meine Beine zu wippen und ich musste ein paar vereinzelte Tanzschritte übernehmen. Mein Vorhaben, journalistische Distanz zu wahren und Objektivität walten zu lassen, zersprudelten wir in Aspirinkomplex im Atlantischen Ozean. Das verdammte Genie hatte mich umgehend geknackt. Ah, somebody to dance with me, freute sich der jung gebliebene Mann, stellte sich neben mich und machte einige Breakdance-Bewegungen, deren Ausführungen von einer solch filigranen Brillanz waren, dass es mich bis ins Mark erschütterte. Dann reichte er mir seine Hand zur Begrüßung. Sie sind Herr Strauß, oder? Fragte er, woraufhin ich demütig nickte. Oh. Mein Telefon klingelt grad, di-di-di-di-di. Demütig nickte. Das geht so aber nicht, muss ich leider zu bedenken geben, sagte er dann. Gerade als meine Gedanken darüber, was so leider nicht ginge, in Schwung geraten wollen, hob er wieder an und klärte mich auf. Sie können nicht Strauß heißen, das sollte everybody klar sein. Ein Strauß, das ist ein großer Vogel, ein Lauftier, ein Steppenwesen, das ist doch ästhetisch gar nicht Ihre Leger. Los, put your hands in the air und akzeptiere diesen Namen, den ich für dich ersonnen habe. Fortan sollst du heißen Entenmensch. Denn schau, eine Ente lebt im Wasser und ein Mensch lebt an Land. Jeder Name braucht einen Widerspruch. Denn schau, ein DJ lebt in der Disco und ein Bobo im Wald. Das ist ein Widerspruch, das ist Ästhetik, das ist Freedom, der Price of Love, Praise. Bobo griff nach dem größten Stück der Himbeere, die er in 6 Teile zerlegt hatte, und schrieb mit Saft seinen Namen an die Raufasertapete, als wäre sie eine Tafel und er ein Lehrer. Dann buchstabierte er seinen Namen. D-J-B-O-B-O, ein Name wie das Land, aus dem ich komme. Ein hohes D wie ein Berg, so hoch. Dann ein flaches J, flach wie die Frauen am Nacktbadestrand des Rheins. Und dann wieder B, so hoch wie ein Berg. Und dann O, ein Tal, ja, tief ein Tal, dann wieder Berg und wieder Tal. Im blinden Eifer malte er saftige Berge und Täler an die Tapete, dass es ein Fest für die Fruchtfliegen war. Da ich mit solchen Anfällen gerechnet hatte, griff ich nach dem Ätherfläschchen, schüttete etwas der Flüssigkeit auf ein Tuch und hielt es dem Ausnahmekünstler unter die Nase. Anstatt aber umgehend einzuschlafen, schien das Betäubungsmittel eine aufputschende Wirkung auf ihn zu haben. Er griff nach einer Wassermelone und fertigte daraus unter Zuhilfenahme eines Löffels eine Büste vom Scootersänger H.P. Baxter. Dann stellte er sie auf den Boden und trat mit voller Wucht dagegen. Umherfliegende rote Melonenstückchen bedeckten alles wie auseinandergestobene Gehirnteile. How much der Fisch ist, willst du wissen? Brüllte Bobo und hüpfte auf den Melonenbrocken herum. So much is the fish. Man bringe mir ein Klavier.
Zwei Leibwächter, die sich versteckt hinter Vorhängen aufgehalten hatten, kamen hervor. Jeder von ihnen trug ein Klavier unter seinem Arm. Ein Klavier war weiß, das andere war schwarz. Die Leibwächter hatten die jeweils andere Farbe und keine Schuhe an. Dann begann Bobo zu komponieren. Nicht nur für sein DJ Bobo Solo-Projekt, sondern auch für seine Metal-Band Children of Bobom und seine Reggae-Band Bobo Marley. Mich benutzte er dabei als Stift. Wenn er einen guten Notenlauf gefunden hatte, fasste er mich am Oberkörper und schrieb mit meinen Schuhsohlen auf ausgerollte Tapeten am Boden. Als meine Schuhsohlen aufgebraucht waren, schrieb er erst mit der Hornhaut meiner Füße weiter und kurz darauf mit dem Blut, das aus meinen Füßen lief. Als er von mir ablief, war ich bis zur Hälfte als menschlicher Bleistift aufgebraucht. Natürlich finde ich es doof, keinen Unterleib und keine Beine mehr zu haben. Aber immerhin habe ich so 34 Kilo in 3 Stunden abgenommen.